Hey Bros, ich bin Jack Daniel, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und weiter geht's mit Final Fantasy 15. So, der zweite Part heute und insgesamt glaube ich jetzt der siebte, ist ja auch scheißegal. Mit Zahlen bin ich nicht so gut. Auf jeden Fall das zweite Video für heute von vier. Und ja, wie gesagt, kommen ja vier pro Tag. Und beim letzten Mal hat mich irgendwie so ein Typ da runtergeschmissen. Und ich bin hier voll in die Goblin-Falle getappt, da waren jetzt sehr, sehr viele Goblins auf einmal. Und ich weiß gerade immer noch nicht, ob ich jetzt da lang soll oder da lang. Auf jeden Fall werde ich mal hier lang. Ich glaube, hier geht es nämlich nicht weiter. Werden wir gleich auf jeden Fall auch mal sehen. Und ich sage sehr oft dieses Wort auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Oh, da ist wieder jemand. Da sind wieder Goblins. Und dann hauen wir in die Gusch. So. War vielleicht doch nicht so klug, mit Stufe 5 da hineinzugehen, aber gut, ich glaube, das war halt echt, weil der eine Typ so krass war. Bam. Aber oh, schön die Goblins weg hier. Nice. Und jetzt eine ordentliche Combo. Nice. Man kann ja auch schön draufbleiben, wenn man will, aber ich mach das eigentlich nicht. Oh doch, ist eigentlich auch fein. Ist auch chillig. Dann machst du das eigentlich von selbst. Das ist auch cool. Und Warp-Angriff, du Bitch. Nice. Gute Idee. Auf ein blindes Huhn, was? Was soll denn das heißen? Okay, hier hoch geht's nicht weiter. Dafür gibt's hier was. Oh, 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 au! Fuck, egal, dafür habe ich ein Silbererz bekommen. Vielleicht haben wir hier oben, ganz oben noch was. Schauen wir mal. Da geht's wieder hoch. Hier geht's wieder hinauf. Alter, diese Dungeon hier ist echt riesig. Also diese Dungeon ist hier richtig, richtig riesig. Also heftig. Ich will auf jeden Fall jeden Winkel hier erforschen. Ich will überall gewesen sein. Ich habe da keinen Bock, irgendwie die Hälfte auszulassen. Okay, da geht's wieder zum Aufzug. Alles klar. Oh, warte mal. Hier ist ja noch was. Nehmen wir natürlich noch mit. Ob's hier wirklich was zu holen gibt. Ich denke schon, dass es was zu holen gibt. Wird sicher. Da muss es was zu holen geben. Umsonst machen die keine Dungeon. Okay, hier kann man hoch. Da werde ich jetzt aber noch nicht hoch. Ich werde jetzt noch diesen einen Weg da hinten nochmal drüber laufen. Um zu schauen, ob es dort irgendwas gibt. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Jetzt, glaube ich, ein bisschen geleuchtet. Nein. Hier haben wir nichts. Aber ich schätze mal, da hinten müsste es eigentlich noch was geben. Und die Dungeon sieht auch wirklich so geil aus. Und ich werde mal ganz kurz mich jetzt hier so ein bisschen verstecken. Das bringt nämlich EP. Ja, dann ist er irgendwie safe oder so. Dann okay, bringt sich aber wohl doch nichts. Egal, wir gehen jetzt mal hier durch. Denn da war ich noch nicht. Und da ist auch irgendwas Komisches auf der Map angezeigt. Da geht es dann noch hinunter, wie es aussieht. So ein riesiger Lüfter. Oh, und noch mehr Goblins. Alter, das sind echt voll viele. Scheiße, ich wechsle jetzt mal doch lieber auf dieses Teil hier. Ich glaube, das haut ein bisschen mehr rein. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn da mehrere Goblins da vor mir sind. Ich glaube, die nehme ich alle mit, oder? Kann das sein? Oh, 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 oh. Auf jeden Fall aufpassen, weil die machen auch gut Damage. Die machen mir zu gut Damage. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, die machen sehr, sehr gut Damage. Scheiße. Also diese Goblins sind nicht easy. Wenn es viele sind. Wenn es ein paar sind, okay. Aber wenn es viele sind... Okay, schnell. Ein Heiltrank. Nee, ein Heiltrank. Dankeschön. Jetzt kann ich mir einen Heiltrank geben. Davor ging es irgendwie nicht. Komisch. Nice. So, einen Goblin haben wir noch, oder? Ne, noch zwei haben wir. So. Ist hier noch jemand? Ist hier noch ein Goblin irgendwo? Sieht irgendwie aus danach. Ist der runtergefallen? Ja. Hä? Also, irgendwo sind hier noch irgendwelche Goblins, aber...
Ich sehe keinen. Ah, jetzt ist der Kampf vorbei. Okay, jetzt ist der Kampf vorbei. Alles klar. Wahrscheinlich ein kleiner Bug. Jede Gefährte kann eine bestimmte Waffe hat das Nebenwaffe auf ausrüsten. Stirnreif. Warte mal, ich habe ja auch so ein paar Dinge, die ich noch gar nicht irgendwie benutzt habe. Ausrüstung. Noctis. Accessoires habe ich gar keine bis jetzt genommen. Seht ihr, da gibt es nämlich einige. Die verbessern dann eben ein paar Sachen. Hier zum Beispiel das Leben. Jo, mache ich. Kleidung. Oh, da gibt es ja auch einige. Freizeitkleidung. Nice. Königstracht. Cool. Und die bringt dann sogar auch noch mehr Leben und so weiter. Richtig nice. Ja, das werde ich jetzt anziehen. Die Königstracht. Ja, das ist irgendwie am besten. So, Kommando Sturm hat er hier. Ein Beehender. Masamune. Ja, das ist doch das, was ich hier habe wegen dem DLC-Zeugs, ne? Ja, dann nimm du auf jeden Fall die Masamune. Oder kann ich die Masamune auch nehmen? Noctis, Beehender. Motorklinge. Da, Masamune. Ja, nehme ich die Masamune. Und rechts kann ich dann noch aussuchen, ob ich irgendwelche Lanzen haben möchte. Dolche, Schusswaffen, Maschinerie, Königswaffen oder Zauber. Ah, so mache ich also hier den Zauber. Und hier unten kann ich dann auch nochmal eine andere Waffe dann noch hinpacken. Das ist ja geil. Okay, jetzt checke ich auch ein bisschen mehr das Menü. Habe ich nämlich gar nicht. So, Nebenwaffe, Zauber. Du kannst nur ein Schild und Zauber als Nebenwaffe. Okay, aber ein Accessoire kriegst du von mir. Und zwar... Erhöht die Magie. Ja, Magie bringt sich bei ihm jetzt nicht wirklich was. Regenbogen. Anhänger mit Regenbogenmotiv. Schützt seinen Träger vor Konfus. Ja, dann mach mal. Dann sagst du halt das. Und Ignis. Nebenwaffe. Ja, der hat aber keinen Zauber. Aber machen wir mal hier. Stirnreif. Waschstunde. Ah, warte mal. Ich kann ja auch die Kleidung nochmal ändern. Da gibt es eine bessere Freizeitkleidung. Ne, gibt es keine bessere, ne? Das ist eigentlich die beste. Wie sieht denn er aus mit Freizeitkleidung? Aha, so. Noch Freizeitkleidung leicht. Aber am besten ist das hier natürlich im Kampf. Mit am meisten Leben. Was hat der hier noch für Sachen? Aha, okay. Ja, natürlich auch das hier am besten. Und für Prompto. Was hat der so? Okay, das ist also seine Freizeitbekleidung. Okay, du bleibst natürlich auch hier, weil er am meisten Leben hat. Am wenigsten Leben ist auch unser Fernkämpfer. Okay, jetzt habe ich auch Magie, die ich wirken kann. Und zwar Feuer. Richtig cool. Werde ich auch machen dann gleich. So, und hier die Masamune. Nice, Alter. Ein richtig, richtig geiles Ninja-Schwert in diesem Großes. Was echt sehr cool aussieht. So, und runter hier. Mal schauen, was es hier unten denn so Nettes gibt. Wenn es überhaupt irgendwas Nettes hier unten gibt. Aber hier ist irgendwas. Irgendein Symbol ist hier. Wahrscheinlich hier ein Symbol, dass man halt runter kann, oder? Anstatt dass hier sonst irgendwas ist. Ja, wahrscheinlich das. Wahrscheinlich nur das Symbol, ey, hier geht's runter. Egal, wir gehen mal einfach weiter. Dann gehen wir einfach mal hier durch. Schauen wir mal, wo es uns hier hinbringt. Da kann man auch nach oben nochmal. Oh, Gegner. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich sehe aber nichts. Da, da sind sie. Da ist der Goblin. Nice. Alter, die Masamune, die haut rein. Haut richtig rein. Das habe ich gelernt in einem Handbuch. Für Samurai-Kämpfer. So. Nice. Dann sind sie alle da. Ja. Ich kenne mich mittlerweile hier gar nicht mehr aus. Habe ich auch eine Map hiervon? Ja, habe ich auch. Ja, da unten war ich noch gar nicht. Interessant. So kann man also auch sehen, okay, wo war ich nicht, oder? Ist das so? Ich denke schon. Hier war ich noch gar nicht. Ach, da wird es Zeit. Oh, da vorne kann man Frost absorbieren. Machen wir auch. Cool. Und schauen uns ein bisschen weiter um. Ich liebe Dungeons. Und diese Dungeon hier ist richtig groß. Irgendwas? Oh, wieder Goblins.
So, schön in den Überraschungsangriff reingehauen. Bam! Nice. Ich teste jetzt mal kurz die Feuermagie, wie das aussieht. Nice. Ah, okay, das muss aber dann wieder geladen werden. Okay. Okay. Schwarzmagier habe ich jetzt bekommen. Jetzt bin ich selber ins Feuer rein. Das ist nicht gut. Ja, okay. Also man kann also mit Magie und so kann man auch die eigenen Leute treffen. Habe ich gerade gemerkt. Der brennt gerade ein bisschen. Scheiße, sorry. Sorry, Ignis. Das war nicht nett. I know. Okay, und dann ladet das Ganze also wieder auf. Also kann man das halt eben verwenden, um zum Beispiel, keine Ahnung, den ersten Angriff irgendwie zu machen. Um dann da ein bisschen reinzuhauen. Auch wie das hier aussieht, diese Dungeon. Das ist so geil einfach. Richtig cool. Okay, da kann man also einfach hin und durch. Und dann drüben ist aber dann auch natürlich wieder der Hauptweg. Ein Goldmineral, nice. Ich hoffe auch, dass diese Mineralien ein bisschen was wert sind. Und bam! Ne, warte mal, wie war das? So war der Warband eigentlich voll verdrückt. Komm, ran da! Warp-Angriff. Was läuft denn der mit dem rum die ganze Zeit? Ich treffe schon nicht. Nice, er ist down. Aber mir ist das Schwert eigentlich lieber. Ich bin eigentlich mehr so der Typ, der mit Kurzschwertern viel lieber spielt. Weil das einfach schöne, schnelle Attacken sind. Ah, und hier ist jetzt wieder ein Aufzug. Okay, alles klar. Da ist also jetzt wieder ein Aufzug, der wieder mal irgendwo hinführen würde. Oh, wieder so ein Goblin. Also wieder zwei Goblins. So. Da ist noch ein. Ja. Und auch der ist down. Wunderbar. Okay, also das war alles hier unten, wie es aussieht. Du hast nochmal die Map kurz. Ja, das war alles hier unten. Okay, aber da hinten geht es doch noch auch weiter, oder? Da hinten müsste doch noch irgendwas noch sein. Ja, ja, da hinten müsste es eigentlich noch weitergehen. Ja, lauf ich mal durch hier. Ich will mir hier alles angucken. So. Oh, hier ist wieder einer. Egal, es gibt viel EP. Viele Gegner schnetzeln heißt viel EP. Was ja auch nice ist. Nice, Eiselement. Gab's da auch noch dazu. Ich komm gar nicht mehr weg hier. War keine Absicht. Der macht immer schön Bilder auch beim Kämpfen. So, Alter, wie das hier einfach nur aussieht. So cool, ohne Scheiß. Die erste Dungeon überhaupt und die ist schon so geil. So, hier sind wir runtergekommen, dann bin ich hier nach drüben gelaufen, genau. Und hier war ich dann noch gar nicht, glaube ich. Ne, hier war ich noch gar nicht. Hier, wenn man dann kurz schaut, ja, da war ich noch gar nicht. Dann schauen wir uns das hier natürlich noch ein bisschen an. Ich werde die Dungeon nicht verlassen, bevor ich die komplett durch habe. Alter, wie das aussieht, schau mal. Wow. Richtig cool. Endlich raus aus der Enge. Fragt sich nur, wer so. Hey, den kennen wir doch. Oh, was? Der ist Stufe 52. Okay, wir sollten abhauen. Wir sollten abhauen, Alter. Abhauen. Abhauen. Mit Stufe 52, da brauchen wir uns nicht anlegen. Nein. 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 Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Nope. Nope, 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 nope. Mit Stufe 52 lege ich mich nicht an. Heilige Scheiße. Okay, auf jeden Fall ist hier ein richtig krasser Typ unterwegs. Wenn ich 52 bin, komme ich dir wieder zurück, du Arsch. Wenn ich mal 52 bin, komme ich dir wieder her. Jetzt, ja, schaue ich lieber, dass ich mal das Teppich hier nehme nach oben. Denn da unten ist der Typ. Holy shit.
Alter, so früh schon ein Level 52er. Krass. Ah, der kann später was erwarten von mir. Mal schauen, wie lange ich da brauchen werde überhaupt, mal so hoch zu kommen. Weiß ich nicht. Ah, der wird, von mir auf jeden Fall auf die Schnauze bekommen irgendwann. Jetzt noch nicht. Gut, dann laufen wir hier noch ein bisschen rum, da wo es safe ist. Hoffentlich. Also ich hoffe, dass der Typ da schon dort bleibt, wo er ist. Und nicht hier auch rumläuft oder so. Ich hoffe es mal. Und ja, wir gucken jetzt noch ein bisschen, was man hier so mitnehmen kann. Oh, ja, wieder Goblins. Komm, dann nehme ich jetzt hier meine Masamune wieder raus. Der ging das ein bisschen schneller. Und den richtig krassen Damage raushaut. Ah, da sind sie schon down alle. Ah ne, der ist noch da. Komm, nächsten Warp-Angriff. So. Nice. Okay. Vorwärts. Und er hat einen Heiltrank gefunden, der Gladio. Das ist ja gut. Was haben wir hier? Ein Rubinarmband. Nice. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, das Rubinarmband. Auf jeden Fall mal schauen. Noctis, Bronzereif, ein Rubinarmband. Das macht mich stärker. Macht aber mein Leben weiter und nach unten. Aber dafür mache ich mehr Damage. Alter, da mache ich aber viel mehr Damage. Alter, das erhöht die Stärke richtig krass. Mache ich auch. Dafür werde ich dann mal hier den dann, hier dem Bronzereif geben, dass er dann mehr Leben hat. So, dafür mache ich jetzt richtig krass Damage. Muss ich halt aufpassen, muss ich halt mehr ausweichen und so, weil ich dann weniger Leben habe, aber ist ja scheißegal. So. Dann geht mir hier alle in Deckung. Komm, du auch in Deckung gehen. Kann der das? Ich glaube, der kann das gar nicht. Oh. Nice. Und jetzt macht das viel mehr Damage. Aber ich habe halt eben weniger Leben. Ja, wieder eine fucking Gabelung. Mal wieder. Oh, da haben wir noch einen Teil. Das werde ich jetzt noch aufheben. So, da haben wir noch ein Goldmineral gefunden. Gut, Leute, das war wieder ein Part Final Fantasy 15. Beim nächsten Mal geht es natürlich wieder weiter, wenn wir die Höhle noch ein bisschen weiter forschen, beziehungsweise die Dungeon hier. Und ja, schreibt im Kommentar Hashtag Level 52 Arschloch. Ja, was macht er jetzt schon hier in diesen, in dieser Dungeon? Ja, richtig krass. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.